Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Lufthansa ITA Deal geht nur noch um Details. Anscheinend ist der Freitag jetzt der Freitag, wo es in trockenen Tüchern ist, nicht wie letzte Woche, wie Carsten Spohr gesagt hat. Indigo zeigt Frauen, wo andere Frauen sitzen, damit man zusammensitzen kann. Girl Power ist aber jetzt nicht ganz so lustig, wie ich das mache, weil da gibt es ein ernstes Problem. Genauso gibt es ein ernstes Problem bei Boeing 787. 900 Fehler hat man gefunden. Lasst uns darauf eingehen, ob es wirklich so schlimm ist. 767, letzter Flug, Condor-Flugnummer über den Atlantik, glaube ich. Ja, man fliegt nach Amerika. Also Condor 767 nicht mehr bei den Freunden aus, wo sind sie jetzt eigentlich? Neu-Isenburg. Dann haben wir noch ein Thema Turkish Airlines. Die fliegen 20 Flughäfen in den USA alleine an und sind die Fluggesellschaft, die meisten Länder anfliegt. Dann haben wir die Vereinigung Cockpit. Die kämpfen um jeden Sitzplatz für die Piloten und sagen, die Cityline kann noch überleben. Also da gibt es vielleicht Möglichkeiten. Dann Alaska Airlines. Die haben 160 Millionen Dollar Gebühren, die sie zahlen müssen an Virgin. Ja, gute Zeiten in England. Etwas paradox, obwohl Virgin America ja tot ist. Und wir haben einen Deal für amerikanische Kreditkartensitzer, American Express. Nein, halt, stopp. Ist für jeden. Also es gilt auch für euch in Deutschland, wenn ihr eine habt. Oder in Österreich oder in der Schweiz. 10% Rabatt auf Flüge mit Etihad, wenn ihr eine Amex zu bezahlen nehmt. Und mit den Preisen, die sie haben, relativ gute Möglichkeit, nochmal zusätzlich zu sparen. Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke machen, Like da lassen, kommentieren und alle, die jetzt schon Business Class Mitgliedschaft haben, danke euch dafür, dass ihr den Kanal unterstützt. Und natürlich unsere Top VIP. Ihr könnt die Sendung vorher sehen und bekommt natürlich da einen Wissensvorsprung. Genauso wie den Meilenmittwoch, den seht ihr ja quasi schon seit Donnerstag. Also, ich freue mich. Das erste Thema, was wir haben, ist das Thema Lufthansa und der ITA-Deal. Man traut es sich ja einfach nicht mehr zu sagen, weil die ganze Geschichte ja schon so lange vor sich hin köchelt. Die EU-Kommission ist wohl nur noch mit Details beschäftigt. Also man geht jetzt doch im Gegensatz davon aus, dass es vorher hieß, ja, wir wollen das nicht. Man bespricht da quasi nur noch so Kleinkram, weil das große Ganze ist wohl fertig. Und intensiver Austausch, Tendenz ist positiv, so sagt man es. EU-Kommission ist beim Lufthansa-Einstieg da sich einig. Also die italienischen Medien sagen, ja, wir haben positive Signale aus Brüssel. Und diese Details, die sind da wirklich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber für Lufthansa natürlich zählt jedes Detail. Auch hier die Geschichte zum Beispiel, dass man da guckt, ob es da wirklich Zugeständnisse gibt mit den Nordamerika-Verbindungen, die man da hat ab Rom. Ob da dieses Joint Venture Plus Plus, glaube ich, heißt das, inwieweit das dann weiter bedient wird. Auch möchte man dann quasi das von Frankfurt halt auch vermeiden, dass man da so enge Richtlinien hat bei dem Thema Intercont und so weiter. Also insofern hier Spannung und wann das kommt. Mailand, Linate, aber auch Rom, da hat man ja auch Slots, die man abgeben muss. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Stichtag für eine formelle Entscheidung ist der 4. Juli. Also das ist ja quasi bald. Aber da haben wir ja schon öfters gehört, dass es da Stichtage gab. Und es ist so, dass Carsten S. ja letzte Woche nicht aus M kam, sondern aus Bru, also aus Brüssel. Und er da mit der Kommission gesprochen hat. Und vielleicht hat man da wirklich was aus dem Weg räumen können. Für alle, die den Deal nicht mehr im Kopf haben, 325 Millionen soll es geben. Dafür gibt es 41% an der ITA. Dann will man irgendwann weiter auf 90% gehen, wenn die Etappenziele da sind. Ist einmal erst um auf 49% aufstocken und dann halt vollständig unter die Kontrolle bringen, 90 und so weiter. Also das muss man mal gucken, wie das dann läuft. Ich bin mal gespannt und ein Kommentar, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Jemand schrieb dazu, oder wie Paulchen wie Paulana Paul schreiben würde, Paulchen Panther, wie komme ich da auf, Paulana Paul, kann es sein, dass die unglaublich kompetenten und unpolitischen und unabhängigen EU-Technokraten doch gar nicht mehr so viel zu melden haben? Also, dass da wirklich von den Regierungen so viel Druck ausgeübt worden ist, gerade auch bei der EU-Wahl zum Beispiel von Italien, man hat ja da einiges gehört, aber auch von Deutschland aus,
Da könnt ihr ja nochmal zuschreiben, was ihr davon denkt und haltet. Die Freunde der Condor haben heute ein etwas Tränchen vielleicht in den Augen. Die Delta Alpha Bravo Uniform Kilo, die ABUC, das ist eine 767. Die wird heute vom Flottenchef, ehemals natürlich, weil die Flotte besteht ja nicht mehr, weil der Letztflug war am 12. März von Havanna. Und er fliegt jetzt die Maschine ein letztes Mal unter der Condor-Flugnummer ohne Passagiere, weil der Havanna-Flug war der Flug, der letzte Commercial, nach Amerika. Und da geht er zurück an die AerCap, das ist die Leasingfirma, die die Maschine gibt. Und vielleicht gibt es einen Low Approach und nach dem Start in Düsseldorf. Und dann möchte man da halt wirklich gucken, dass die Leute noch mal ein paar schöne Bilder von der Condor-Maschine schießen können. Die Maschine sollte eigentlich im April schon zurückgehen, hat sich aber dann irgendwie alles verschubbert und müssen wir mal gucken, was damit passiert. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was AerCap damit machen will. Die Maschine ist 25 Jahre alt, vielleicht wird es ein Frachter. Ne? Kann sein, weiß man nicht. Aber das nur als Randbemerkung. Wir gehen weiter mit Boeing und es ist 787 und die hat Montagefehler. Die Montagefehler der 787 sind natürlich jetzt mittlerweile schon so viel, dass man die gar nicht an einer Hand abzählen kann. Aber hier handelt es sich um 900 Montagefehler aufgrund davon, dass dort wohl Verbindungen mit dem falschen Drehmoment angezogen worden ist. Das ist bei der Qualitätskontrolle festgestellt worden. Und da kann man natürlich jetzt ehrlich sein und sagen, ja, Sie haben eine Qualitätskontrolle, Sie haben es festgestellt. Also insofern würde ich das jetzt nicht so als dramatisch ansehen. Aber die Qualitätsprobleme ist natürlich so, dass man natürlich da mit der Hecksektion und mit dem Druckschott da auch richtig Probleme hatte. Und die Dekompressionsspanten und im Bereich der Cockpitfenster, und diese sind halt wirklich auch auf Schlampereien von Zulieferern zurückzuführen. Aber Boeing hätte sie wesentlich schneller finden müssen, ganz klar. Und es gibt halt Engpässe beim Programm, aber man hat das jetzt gefunden, es wird jetzt korrigiert. Und dann steht aber nicht, bei welcher Maschine das ist, welche 900 Befestigungselemente da sind. Aber es betrifft halt nur diese Maschinen, die alle am Boden sind. Also insofern fliegende Maschinen bestehen da keine Gefahr. Finde ich amüsant immer, dass es so ist. Aber ist wahrscheinlich auch so ein Einzelfehler, wenn man da ehrlich ist. Auch hier haben wir keine Frage des Tages bis jetzt, weil ich habe nur eine Frage des Tages und das ist das letzte Thema, vorletztes Thema. Aber wir haben jetzt noch ein Thema, was auch interessant ist. Und zwar ist das die Cityline. Und die Cityline muss halt weichen wegen der City, also Lufthansa City Airlines. Cityline, City Airlines, man wird ja ganz wuschig, was es da für Unterscheidungen gibt. Und die Vereinigung Cockpit hat da jetzt noch mal ein bisschen mehr geschrieben und hat gesagt, ja, man kann das verstehen. Lufthansa sagt halt 95 Sitze. Aber, und das ist auch ein Aspekt, den ich gestern nicht genannt hatte, das war das Thema, dass man gesagt hat, in zwei Jahren, weil halt der Vertrag, und zwar der Perspektivvertrag gekündigt worden ist, ist es so, dass man dort dann quasi in den alten Vertrag zurückrutschen würde. Und man sagt auch, Carsten S. aus M. hätte Sinn stellend und stark verkürzt geschrieben bei seinen Äußerungen. Das heißt also, man hat mehrfach angeboten, die sogenannte 95-Sitze-Regelung anzupassen. Und die neue Plattform geht unterdessen auch auf Partnersuche. Das heißt also, die City Airlines sucht im Intranet nach Personal und greift dann natürlich Cityline-Piloten und wahrscheinlich auch Kabine ab, weil man die dann halt rüberziehen möchte. Die braucht man dann quasi nicht so auszubilden, die braucht man nur Type-Raten höchstwahrscheinlich. Und dann ist es so, dass man damit Lufthansa setzt City nicht als plumpe Cityline-Kopie in Szene. Die Airline kann also mit 8 bis 9 werksneuen A320neos rechnen. Heißt also, man geht ganz klar weg von diesen 95 und das ist wohl der Hauptgrund. Ich weiß nicht, was stimmt, ob Carsten S. aus M. da jetzt gesagt hat, man wäre nicht weitergekommen und hat das als Drohszenario aufgebaut und die Vereinigung Cockpit hat da ein bisschen verpokert.
alles ist möglich, aber es ist so, dass man natürlich da jetzt mit einer neuen Fluggesellschaft alles auf dem weißen Blatt hat, keinen Überhang hat, da hat man keine Altlasten und kann dann halt wirklich gucken. Ich denke mal, dass das natürlich mit dem Wechselangebot interessant ist für einige Piloten, aber die Vereinigung Cockpit sieht das natürlich auch als Kampfansage an gegenüber der Cityline. Und ob das jetzt ein Richtungsstreit wert in dem Konzern, kann ich nicht sagen. Ich bin mal gespannt, was da passiert, ob am Ende die Cityline überlebt, die City Airlines auch überlebt und man hat im Prinzip dann zwei Buden, die eine fliegen dann vielleicht ab München, die anderen ab Frankfurt. Ich weiß nicht, wie das macht. Oder man spielt die beiden dann gegeneinander aus. Also das ist alles, alles ist möglich, alles kann passieren. Hier könnt ihr auch schreiben, was ihr dazu denkt. Bin ich mal gespannt. Wir haben Turkish Airlines jetzt auf dem Radar. Turkish Airlines ist ja bei vielen beliebt wegen des Essens, wegen Do und Co. Und da ist es halt wirklich so, dass man dort hier expandiert. Die haben Flugzeuge noch und nöcher bestellt, die wollen verdoppeln. 14 US-Flughäfen werden jetzt angeflogen werden mit Denver und Dallas. Und die wollen weiter expandieren. Die wollen halt wirklich 20 Hubs in den USA oder beziehungsweise Flughäfen anbieten und damit auch wirklich von vielen Fluggesellschaften die Hubs auch anfliegen, wenn sie es nicht schon tun. Und da ist es so, dass man dort natürlich gucken muss. In den USA ist es so, United Airlines fliegt Newark nach Istanbul, hatte aber die Route 2013 auch weggenommen. Dann ist man von Atlanta mit Delta geflogen und ist 2016 da raus. Also insofern ist es da für die Turkish Airlines ein guter Markt. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert, ob man nach Phoenix fliegt, was die da wollen. Man will auch andere Fliege machen. Und interessant ist halt wirklich auch, dass die Turkish Airlines damit quasi mehr anfliegt als fast jede andere Fluggesellschaft. Aber auch grundsätzlich, wenn man guckt, die haben schon mehr Länder, die sie anfliegen, als andere Fluggesellschaften. Das sind zwar nicht die größten, es gibt welche mit mehr, aber mehr Länder fliegt keiner. Und man überlegt ja auch, ob man 75 350er bestellt, zusätzlich noch mehr bestellt, als die man hat. Man möchte dann auch noch mal gucken, ob man eine 777X bestellt, was man da macht. Also da gibt es noch interessante Geschichten und ich bin mal gespannt, ob die Turkish Airlines, die jetzt 49% vom Staat, also der Türkei, besessen wird, ob es da dann nochmal Widerstand gibt und was da dann passiert. Auch hier könnt ihr kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Und jetzt gucken wir uns doch mal hier folgende Karte an. Und da seht ihr bei Indigo, wenn man den Sitz auswählt, da gibt es Sitze, die sind pink. Und pink sind Frauen. Ganz einfach. Und da ist es halt wirklich so, dass wenn man als Frau einen Sitz dort haben möchte, und hier, das habe ich jetzt von dem Kollegen Ajay bekommen, den ich ja auch in Hamburg kennengelernt habe, und zwar, wenn man in Indien bei Indiegogo Sitzplätze haben will auf Flügen, die man einbuchen möchte, bekommt man als Frau nur Sitzplätze für Frauen angezeigt. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn man überlegt, und Ajay ist ja Mann, dass man da halt wirklich auch als Mann, wenn man einfach sein Geschlecht ändert, das angezeigt bekommt, dann ist das natürlich nicht so die Geschichte. Aber Indiegogo ist halt stolz, dass man verkünden kann, und das ist ein Zitat, ein neues Feature, das die Reiseerfahrungen und Erlebnisse verbessern soll, dass man halt wirklich Frauen die Möglichkeit gibt, sich neben Frauen zu setzen. Und es ist wirklich auch nur für PNRs, also für die Tickets mit Frauen. Aber wie ihr seht, kann man das natürlich umgehen, ist auch nicht idiotensicher. Aber der Grund dafür ist natürlich nicht die Girlpower, wie ich das jetzt so kokett sage, sondern in Indien gibt es halt wirklich sehr viele Fälle, wo dort sexuelle Übergriffe passieren. Und das will man damit verhindern, dass Frauen, die alleine reisen oder die halt da in diesem Thema halt sich wohler fühlen neben einer Frau, da dann wesentlich besser bedient werden. Also ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von diesem Ansatz, dass man dort die Frauen zeigt? Oder ist das etwas, das nur für Creeps, wie es schon im Englischen heißt, also für Menschen da gut ist, die halt irgendwie merkwürdig sind?
Und dass man da halt dann quasi dann gezielt Sitzplätze aussuchen kann. Wobei natürlich da jetzt nicht so wie bei Tinder man ein Bild sieht, wer es ist, ist natürlich auch so. Aber es ist halt schwierig in meinen Augen, was da damit dann passiert. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr da als Einwand habt. Wer auch einen Einwand hatte, das sind die Freunde von Alaska Airlines. Und zwar bei Alaska Airlines ist es so, dass die dort ein Problem hatten. Und zwar das Problem, was die hatten, war, dass sie Virgin America übernommen haben, weil sie in Kalifornien keine große Nachwirkung hatten. Man hat die Airbus ja mittlerweile aus der Flotte raus, man hat ja eine reine 737-Flotte. Aber man hat auch gedacht, weil man halt dann den Namen, obwohl man ja eigentlich weiterführen wollte, nicht weitergeführt hat. Und ja, Alaska Airlines hat halt gesagt, wir haben seit 2019, glaube ich, ist es, wo war es? 2019, genau, 30. Mai 2019. Da brauchen wir die jährlichen 8 Millionen Gebühren nicht zahlen für die Markenrechte, weil Virgin ist ja ein Markenname. Wer Virgin nicht kennt, und da muss man halt sagen, dass unser lustiger Richard Branson, Grüße übrigens an die Björk, seine Gattin, ist es so, dass er im Prinzip, so wie Mitsubishi auch, nur den Namen rausgibt. So wie es halt Virgin irgendwie in Australien gibt, Amerika, die haben aber nie was zu tun gehabt, außer des Namens und diesem Leitwerk. Und Virgin America ist dann halt so, dass die in der Alaska Airlines nach dem Kauf durch Alaska aufgegangen sind und dann hat Alaska halt gesagt, wir machen es nicht mehr und dann sagen sie, wir bezahlen nicht mehr. Dann sind sie verklagt worden vor dem Gericht in England und sie haben bis 2039 einen Vertrag, wo sie 8 Millionen Dollar pro Jahr zahlen. Ja, 8 Millionen pro Jahr und das sind 160 Millionen. Also von 2019, 20 Jahre kann man ja einfach ausrechnen. Und die Londoner haben gesagt, ja, musste zahlen. Also insofern ist es da vom High Court gesagt worden. Und auch der Appeal, also das heißt, dass man da in Berufung gegangen ist, ist auch nicht gut ausgegangen. Und natürlich ist es so, dass die Virgin Group jetzt großartig Laberababe macht und sagt, dass das alles ein gutes Zeichen ist. Und vor allem auch, dass man sagt, dass das den Markennamen Virgin stärkt, bla bla bla. Ja, ist ja Quatsch. Aber es ist halt Geld. Es geht um Geld, es ist Business. Und da muss man dann halt wirklich sagen, okay, haben sie bei Alaska Scheiße gebaut. Jetzt können wir ein Thema haben, was interessant ist. Ich habe viele Leute, die immer sagen, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Amex machen soll. Die Amex ist so teuer und so weiter und so fort. Es gibt ja auch Lösungen von American Express Karten, die billiger sind. Die Goldkarte zum Beispiel. Man muss ja nicht unbedingt die Platin haben. Und man kann auch die Green Card nehmen. Ne? Und es gibt auch in den USA kostenlose Karten für Businesses. Da kann man bis 50.000 doppelte Punkte bekommen. Für den einen oder anderen interessant. Aber jetzt gibt es Folgendes. Und zwar, ich habe jetzt drauf geklickt. Ich zeige es euch. Da habt ihr es, dass man ein exklusives Travel-Offer hat, dass man nämlich hier 10% auf dem nächsten Flug bekommt. Mit Etihad braucht man nur buchen. Wichtig ist, wenn man den Flug von Abu Dhabi oder nach Abu Dhabi macht, dann sind es 5%. Wenn man aber da einen nimmt, der durchgeht, dann sind es wesentlich mehr. Wenn ihr dann weitermachen wollt, müsst ihr halt eine American Express Nummer eingeben. 3714, glaube ich, ist eine, oder? Ja, genau. Nein, das wollen wir nicht. Und da seht ihr, und schon seid ihr da schwuppsdewupps durch. Heißt also, ihr könnt damit mit der American Express Karte dann sparen. Und wo ihr auch sparen könnt, ist natürlich auch mit den Preisen. Wir hatten ja, glaube ich, Malediven mit Etihad für 1000 was habe ich denn gehabt, für 1600 irgendwas Euro, dann aus Wien war das übrigens, dann aus Stockholm oder Kopenhagen nach Bangkok 1750, da auch nochmal dann 10% sparen, dann von Manila nach München, solche Sachen, von Frankfurt aus nach Delhi, also es geht auch andersrum, das sind dann halt wirklich Tarife, wo man Tränen in die Augen bekommt, wenn man da nochmal super 10% Rabatt bekommt. Auch hier könnt ihr jetzt wieder wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, alles machen. Bei Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten könnt ihr euch bei mir hier melden. Ich freue mich, wenn ihr was schreibt
und wenn wir da im Dialog bleiben. Ich habe alle Fragen bis jetzt beantwortet. Also ich bin à jour. An mir scheitert es nicht. Wir kommen zum Ende. Ich bin von der Fahrradtour gekommen und werde jetzt duschen gehen. Vielleicht gehe ich noch in die Sauna. Aber für euch gibt es jetzt erstmal den Abspann. Also bis morgen. Viel Spaß. Ciao, ciao und tschüss. Thank you.